Sind wir in einem Rechtsstaat? Ja? Nein? Vielleicht? Woran erkennt man das? In Deutschland werden jedem Bürger Grundrechte zugestanden, auf die er sich berufen kann. Und was passiert, wenn diese Grundrechte eingeschränkt oder gar gebrochen werden? Wer schützt den Bürger dann? Eigentlich das Grundgesetz, also ein Gericht. Wir Bürger glauben, dass die Justiz unparteiisch und neutral nach Einhaltung des Gesetzes Urteile spricht. Und wenn dies nicht geschieht, welche Möglichkeit hat der Bürger dann noch? Er kann vor dem Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Dafür muss er überzeugend darlegen, selbst gegenwärtig und unmittelbar in seinen Grundrechten betroffen zu sein und dass Bedarf zur Rechtsfortbildung besteht. Außerdem muss er in den meisten Fällen zuvor den gesamten Rechtsweg durchlaufen haben. Das Gericht muss dann prüfen. In gar nicht so ferner Zukunft könnte uns ein Ereignis bevorstehen, das dadurch, dass Karlsruher Richter sich in einem entscheidenden Fall in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt haben, weitaus massivere Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hätte, als dies unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre. Um was geht es? Wenn Deutschland pleite gehen würde, käme unser Land laut ESM-Vertrag in das Staateninsolvenzverfahren. Bei dem Staateninsolvenzverfahren des ESM entscheidet die Versammlung der privaten Gläubiger, wie mit vorhandenem Kapital verfahren werden muss. Bei einem Land würde das bedeuten, dass nicht mehr das demokratisch gewählte Parlament, sondern ein undemokratisch ernanntes Gremium die Entscheidung für uns alle trifft, was uns zum Leben bleibt. Ist so etwas denn schon einmal passiert? Ja, so ähnlich. In Griechenland mit der Troika und in der Türkei 1881 durch eine Versammlung von Vertretern privater Gläubigerbanken. Droht uns eine solche Situation? Nach der derzeitigen Finanzlage in Europa? Ja. Hat das niemand vorausgesehen? Doch. Warum ist nichts passiert? Weil das Bundesverfassungsgericht juristisch einwandfreie Beschwerden nicht zugelassen hat. Fast ohne juristische Begründung. Es war politisch nicht gewollt. Aber sollte das Bundesverfassungsgericht nicht zum Wohle unserer Bevölkerung handeln? Eigentlich schon. Wir nennen das Grundrechtsboykott. Was können wir jetzt tun? Kommen wir dieser möglichen Katastrophe zuvor. Sorgen wir dafür, dass sich die Richter am Bundesverfassungsgericht nicht an unangenehmen Verfassungsbeschwerden vorbeimogeln können. Zeichnet unsere Petition. Stoppt den Grundrechtsboykott. Schaffen wir die Voraussetzung, dass sich Politiker bei Gesetzesentwürfen und Richter bei Urteilen wieder strikt ans Grundgesetz halten müssen. Sind wir in einem Rechtsstaat? Ja? Nein? Vielleicht? Kehren wir dahin zurück. Mach mit! Στην Ελλάδα περίπου 1.000 άτομα το χρόνο πέθαιναν εξαιτίας των ελλείψεων που προκάλεσαν τα μέτρα λιτότητος στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γιατί το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας δεν προστάτεψε τους λαούς της Ευρώπης εναντίον καταστροφών τέτοιου είδους, είναι μια απορία που έχω. Warum hat das Bundesverfassungsgericht den Euro-Stabilisierungsmechanismus ESM mit seinem Staateninsolvenzverfahren in Kraft treten lassen, wenn doch Staaten laut dem Weidenfels-Urteil des gleichen Gerichtes
keinen Staaten Insolvenzverfahren unterworfen werden dürfen. Wie sollen die Menschen Vertrauen in unsere verfassungsmäßige Ordnung haben, wenn die höchsten Richter bei uns hier de facto nach Gutdünken unsere Grundrechte vorenthalten können? Der Rechtsstaat funktioniert nur mit Transparenz. Richter müssen nachvollziehbar unabhängig sein von Ideologie und Lobbyismus. Ich möchte keine Situation wie in Griechenland. Darum mache ich mit. Darum mache ich mit. Darum mache ich mit.